Dann geht's direkt schon los. Duck Hunt gegen Wolf von dem guten Walter White, den ich definitiv nicht Walter White und Commentary nennen werde. Das ist Justin für mich. Das wird leider so bleiben. Ja, ja, ich weiß noch, als ich gesehen habe, Walter White stand da das erste Mal bei NEZ dabei und ich hatte keine Ahnung, wer das ist, habe ihn einfach random geseedet. Oh, nee, ich glaube, wurde dann nicht noch schnell Bescheid gesagt, wer das ist? Ich weiß nicht mehr genau. Kann sein, dass ich das dann noch kurzzeitig umgeseedet habe. Auf jeden Fall sehen wir hier schon 87% auf Beißel drauf. Wir haben eben gehört, beziehungsweise die Insider hier haben eben gehört, dass er ein bisschen überlegt hat, wen er nimmt. Also eigentlich ja Sephiroth, aber er dachte sich, er wird Wolf nehmen gegen Beißel. Ja. Was an sich auch keine schlechte Idee ist. Nur bei Best of Five, also wenn ich jetzt so raten würde, würde ich sagen, er könnte ihm schon ein bis zwei Games ziehen, aber danach wird er, glaube ich, nicht mehr reichen. Dann wird er adapten. Das dann Matchup wird der Download bereit sein. Ja, das Ding ist, ich glaube, das ist auch einfach so ein Duck Hunt ist einfach ein Hass-Charakter von Justin, mehr oder weniger. Also er hat auch bei einem Major, also bei einem anderen großen Turnier neulich, hat er gegen einen Duck Hunt spielen müssen. Gegen wen? Wer ist das? Paint, glaube ich, aus ich glaube aus den Niederlanden. Ja, ich weiß nicht genau. Aber der ist auch echt gut. Ja, ja, der ist auch echt gut, aber er und vorher musste er auch irgendwie, also klar, hier gegen Beißel, dann gegen Esvi in NRW. Also Duck Hunt verfolgt ihn irgendwie so ein bisschen. Mm. Und Sephiroth struggelt auch ein bisschen, weil Duck Hunt einfach sehr klein ist. Ja, stimmt. Und das ist super nervig mit ihm. Deswegen, ich glaube, das ist einfach eher so ein Comfort-Ding. Und man sieht auch, bisher funktioniert es ganz okay. Hat den Kill bekommen, was auch... Also es ist jetzt nicht schwierig, mit Wolf den Kill zu bekommen, natürlich. Aber wenn Duck Hunt so ein bisschen wegrennt, nicht committed, dann kann das schon manchmal nervig sein. Der Damage kommt richtig schnell mit Wolf, natürlich. Das Ding ist, du willst natürlich sehr passiv spielen mit Wolf, auf Fehler warten von Duck Hunt. Ja. Mit dem Laser vor allem. Aber das gibt Beißel wiederum auch Zeit zu überlegen einfach. Ja, und alles zu überlegen, Setup, wie er rankommt. Er kann sich hinter der Dose verstecken und muss gar keinen Schuss abbekommen. Ja. Von daher bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das läuft. Ich glaube halt einfach, dass irgendwann die Adaption da ist und du am besten einen Char spielst, der da kann einfach weg rushdownt. Wenn du mit Wolf spielst, würde ich sagen, Dash Attack ist ziemlich wichtig. Ja, einfach um in die Burst-Range reinzukommen. Genau, und du kannst auch eine Lingering-Hitbox aus der Dash-Attack machen, wenn du die Dose triffst, zum Beispiel. Ah, ja, das sehe ich. Oh, die Abwehr war sehr gut von Beißel da. Mhm. Ja, man sieht auch, Justin ist auf jeden Fall schon mehr am Struggeln. Beißel weiß einfach, was er tut in dem Matchup. Ja. Und jetzt ist er halt zurück und jetzt wird halt auch nicht mehr, jetzt wird aggressiv gespielt, das ist das Ding. Und ich, mal gucken. Der Down-Smash, der war jetzt nicht close in dem Sinne, aber sowas ist wichtig, dass Justin die Hits da bekommt. Oh, er wollte schon hier Twitter. Hat schon Handy rausgeholt kurz. Naja. Ja, die Daily Duck Hunt Clips von Beißel. Ja. Kennt sie? Ja, ich würde mich nicht wundern, wenn er irgendwann einfach jedes einzelne Musikstück von Smash einmal in seinen Combo-Videos da verwendet hat. Naja, ich weiß nicht, wie viele es gibt. Sind bestimmt. Oh, mein Gott. Ja, okay. Das killt schon. Damn. Oh, das sind viele. Das sind wirklich viele. Er hat das wirklich. Also. Ich will ja sagen, er ist nicht aktiv, ne? Aber so viele Clips, wie er hat, so viele Combo-Videos, wie er hat, ne? Ja. Das ist insane, das ist so viel. Das ist jede Woche oder jede zweite Woche seit... Ich weiß gar nicht, wie lange ist Smash draußen? 5 Jahre? Inzwischen fast vier, schon, ne? 4 Jahre, das ist 4,5 Jahre. Schon gruselig. Ja, ne? Das ist krass. Smash 4, fast 10. So schnell geht das. Okay, Moment, ich mache einmal ganz kurz. Der Score muss geupdatet werden, das ist wichtig. Weil es steht jetzt 1-0 für Beißel hier. Walter White hat natürlich, ist nicht raus auf jeden Fall nicht, kann noch einiges rausholen. Ich denke, er hat auch zum Ende ein bisschen aggressiver gespielt. Boah, aber das ist bitter, hier den Hit. Beißel hat zum Glück hat nicht so viel Prozent rausholen können, aber das hätte schon echt eklig werden können mit dem Ledge Shop. Duck Hunt ist da auf jeden Fall auch bekannt für die Setups. Aber schöner Empty Grab, die Nair hätte fast connected. Und jetzt hier der Edge, der Ledge Shop. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, Justin hat noch nicht so eine Idee, wie er Ledge Trappen soll gegen Duck Hunt. Das ist noch so ein bisschen ordinär, aber gefährlich da. Bei Duck Hunt muss man wissen, wie man ihn unter Druck setzt und in welchen Situationen es angebracht ist. Oh, die Side B connected nicht mehr zu Stage. Ja, weil, wenn man es dann nicht schafft, also wenn man zu sehr aggressiv spielt, dann
kassiert man einfach zu viel. Dann vergisst man zu schälen, kriegt 10.000 Dosen ab und so. Ja. Aber wenn man zu passiv spielt, dann macht Dakan zu viel Druck und kann seine Setups aufbauen. Das will man auch nicht. Ja, genau. Man will, das ist so ein Push and Pull quasi. Man will ihn dazu bringen, mehr zu swatten oder mehr, also nicht defensiv zu spielen, sondern den Rushdown zu verhindern. Aber man will halt auch nicht ihm, man will ihm keine Zeit für die Setups geben. Ja. Man will aber natürlich auch nicht in das Zeug reinlaufen. Auch das, also man muss einfach wissen, wann diese Side-B kommt. Oh, oh, der F-Smash war gut. Weil da kann einfach zwei Optionen hat, die ungefähr Frame 1 rauskommen. Mhm. Das heißt, du kannst sie nicht einfach kommen und du musst dir das schon überlegen, wie du das am besten machst. Weil die Side-B, die ist obnoxious, wirklich. Ja, und da kriegt er dann teilweise auch eine Combo raus und alles Mögliche. Der Reflektor bringt da auch nicht mehr viel, weil natürlich weiß ganz genau, wie er da drumherum setupen kann. Mhm. Die Soft näher in die Can rein, das ist wirklich gefährlich hier. Oh, wir sehen keine Back-Air, nur eine Up-Air, die nicht connected. Oh, schön, das schön. Ist eine sehr schöne Down-Air. Warte, er ist vorne. Ja, jetzt ist er vorne. Das ist natürlich das Gute mit, oder gegen Duck Hunt. Der Kill ist meistens schwierig zu bekommen. Und jetzt ist es wieder even. Und Wolf macht natürlich super viele Prozente, wenn Walter hier einen frühen Kill finden kann. Mhm. Dann vielleicht ist das auf jeden Fall Grab. Möglich. Wenig Dash Attacks bisher, habe ich gesehen. Wobei ja. die Attacke eigentlich so hammergut ist gegen Duckhand. Die Nair auch. Ja, die Nair auf jeden Fall. Die Nair ist sowieso von, oh, das war eine sehr schöne Fairbacker, aber das leider nur den Sour Spot. Und die, oh, der Down Smash connected nicht. Und jetzt ist gefährlich hier. Ich glaube, der Jump ist weg. Oh mein Gott, no! Nein. No way, bro! Oh, das überlebt er nicht. Ich wollte gerade sagen, als er ihn an der Edge hatte, wollte ich sagen, das ist jetzt gerade Justin's Chance, hier irgendwie das Game zu holen. Es sah so gut aus. Dann kommt sowas. Das ist aus dem Nichts. Einmal den Advantage gedroppt und dann direkt kassiert. Das ist schon echt bitter. Ich bin mal gespannt. Ich denke, wir werden hier keinen Character-Switch sehen. Ich glaube, nee, doch, der wäre. Okay, nevermind. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, Justin ist sehr sicher, was sein Character-Pick angeht, aber das ist auch bitter, so zu verlieren. Also er hätte das Game absolut haben können. Nee, also richtige Entscheidung, würde ich sagen, weil, wie gesagt, wenn die Adaption da ist, dann wird es einfach schwierig. Und ich weiß nicht, ob das die Adaption war. Ich glaube, Beißel hat im ersten Game sogar ihn hat eindeutiger gewonnen als im zweiten. Ich denke, das Problem ist einfach nur, dass Justin jetzt nicht riskieren will, den Seth nicht versucht zu haben, wenn es halt sein Main ist. Mhm. Ich kann auch nicht einschätzen, ob das die richtige Wahl ist, aber wir werden es auf jeden Fall sehen. Ich verstehe es aber natürlich, der Comfort-Pick ist wichtig. Auch wenn das Matchup eklig ist, am Ende ist es immer noch der Main. Hat am meisten Zeit damit verbracht. Ja, und man muss auch gucken, wo man die XP rein investiert, ne? Naja, also, genau. Hätte er jetzt die ersten zwei Games mit Sephiroth gegen ihn gespielt, vielleicht hätte die Adaption dann ausgereicht, dass er ihn im dritten Game besiegt. Vielleicht. Ja. Ich glaube, also ich weiß nicht, wie oft die beiden gespielt haben, aber sie haben auf jeden Fall mehr als einmal schon gespielt, soweit ich weiß. Fall. Das heißt, es ist jetzt nicht nur Unfamiliarity. Auf jeden Fall, es liegt auch einfach an der Erfahrung, die Beißel hat. Es liegt an dem weirden Charakter. Aber das ist eine sehr schöne F-Tilt von Justin. Und ja, obwohl, boah, damn, der Up-Smash, der ist irgendwie sehr, sehr effektiv heute. Also ich habe Bisher habe ich den noch nicht so häufig gesehen. Von Duck Hunt? Naja, aber der scheint echt gut zu sein. Also es scheint auch sehr gut als Anti-Air zu funktionieren. Gerade so Charakter wie Seth, die teilweise strugglen, Leute unter sich zu hitten. Ich weiß gar nicht. Also ich habe auch ein bisschen Sephiroth gespielt. Ich finde den sehr interessant, den Char. Das ist auf jeden Fall ein cooler Charakter. Ich fand das eigentlich okay, das Matchup, aber ich habe halt auch sehr viel Erfahrung. Also um gegen Beißel zu gewinnen, musst du ihm halt entweder so voraus sein, dass du ihn halt einfach outplaced, oder du musst halt sehr viel Erfahrung gegen seinen Charakter haben, weil irgendwann kennst du auch die Flaws von Duck Hunt, auch wenn er ihn sehr gut spielt. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist auf jeden Fall das Schöne, wenn man Duck Hunt ein bisschen kennt. Allerdings bringt einem die XP kaum gegen irgendwelche anderen was, ne? Weil alle Duck, also gegen andere Charakter meinst du? Oder ja, ich habe noch nie gegen den anderen Duck Hunt gespielt als Beißel, noch nie. Also in Deutschland gibt es, also es gibt erstaunlich viele im deutschsprachigen Raum. Es gibt diesen Tikito? Es gibt Tikito, es gibt Esvi, es gibt, und es gibt Squirrel, der ist natürlich nicht in Deutschland, aber ja, in Österreich. Österreich, genau. Und dann gibt es halt noch Paint. Genau. Das sind so die europäischen. Aber es sind halt in Mitteleuropa zumindest gar nicht so wenige. Aber trotzdem natürlich
nicht so häufig, dass man gegen andere Duck-Hunt spielt. Und wenn, spielen sie wahrscheinlich trotzdem nochmal ganz anders. Ja, Justin hat ja einfach eine super harte Zeit reinzukommen. Und da kannst du hitten. Das ist wirklich schwierig. Ich weiß nicht, ob... Mal kurz, das Wichtige ist offensichtlich. Die Shadow Flare macht nichts auf Stage, aber der, der Let's Show kommt jetzt durch. Kann leider nicht viel rausholen. Jetzt hat Beißer wieder die Cannon in der Stage platziert. Das ist sehr gefährlich jetzt. Gunman kommt durch. Oh, sehr schön gelauncht mit der Up-Air. Und die Forward-Air kann nicht connecten. Das ist eine sehr schöne Forward-Air von Justin. Jetzt Last Stock, aber auf jeden Fall Last Hit für Justin, nicht Last Hit für Beißel. Jetzt muss er hier ein ordentliches Comeback holen. Ist das schon? Ja, das ist schon das Game. Gut gemacht von Beißel auf jeden Fall. Wenn